Seht ihr mein Gesicht? Wunderschön. Wunderschön, aber ich bin trotzdem schlecht drauf. Und deswegen glaube ich wirklich, dass wir es heute schaffen. Was ist das für ein Bild? Heute machen wir nach langer Zeit mal wieder eine Nicht-Lachen-Challenge. Ihr alle kennt die Regeln. Ich habe Bring 3 Leben und ihr habt nur ein einziges. Ich weiß, das hört sich nicht fair an. Ist es auch nicht wirklich, aber das ist mir sowas von kackegal. Also, falls ihr an irgendeiner Stelle gelacht habt, seid ihr raus. Wenn ihr lacht, macht ihr dieses Video aus, macht euer Handy aus, macht euren PC aus und ihr geht einfach wieder schlafen. Ich will euch dann heute nicht mehr sehen. Aber vorher schreibt ihr die Stelle, an der ihr gelacht habt, in die Kommentare. Und ohne viel rumzureden, Try Not To Love Challenge Best Meme Edition V30 You Love You Lose. Mit großteils guter Bewertung. Let's go! Die Ketchupflasche macht den komischsten Sound. Did you hear that? Ist das ein Wasserspender? Daraus sollen Leute wirklich trinken? Auf gar keinen Fall, das sieht aus wie Dudu. Ein Vaterschaftstest. Oh mein Gott, Bro, das wird nicht gut enden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht der Vater bist. Dafür muss ich nicht die DNA checken. You are not the father. What? You even Hat er gerade das Baby geworfen? Das arme kleine schwarze Baby. Man muss doch nicht gleich so übertreiben, nur weil das nicht dein Kind ist, heißt das nicht, dass du es werfen kannst. Verdammt, der wirft das wie ein Baseball. Der Typ ist eiskalt. Oh, das Video kenne ich. Nochmal werde ich deswegen nicht lachen. Oh, du übernimmst dich gerade beim Trinken. Oh, süßer kleiner Frosch. An dem Video war so viel falsch. So viel. Wieso macht der Frosch diese Laute? Was stimmt mit dem Frosch nicht? Das ist doch nicht normal. Oh, Krabben. Was? Er hat die Krabbe... Oh mein Gott. Er hat die lebendige Krabbe getötet. Nicht mit kochendem Wasser. Nein, mit seinem Küchenschrank. Warte, ich werde es nochmal sehen. Oh, es kann nicht wahr sein. Ich habe ein Leben. Geh vorsichtig damit um. Ich will das Video schaffen. Jetzt spiele ich es im Hard Mode, genau wie ihr. Habe ich nicht verstanden. Ich mag die Musik. Was ging da drinnen vor sich? Wie hat er sich so gedreht? Ich will das wissen. Okay. Wieso macht mir das ein bisschen Angst? Ist der Boden etwa so rutschig, dass man sich darauf nicht bewegen kann? Weil das ist das Einzige, wie ich mir das erklären könnte. Und was wollte der Typ da? Hätte ich das als Typ gesehen, hätte ich ein Video gemacht. So wie der Typ, der die Kamera hält. Oh, nice. Du bist ein Idiot, aber ich mag dein Gesicht, wenn du die Kamera aufnimmst. Das ist einfach das Gesicht, wo du weißt, du hast verkackt. Oh. Ja. Sehr stark. Perfekt. Das bleibt nicht mehr da drin. Geh aus dem Schulgebäude raus. Es könnte über dir einkrachen. Oh nein. Oh nein. Das ist ja so doof. Oh, das ist in ihrem Wohnzimmer? Yo. Dein Haus oder deine Wohnung ist hin. Aber sowas von... Verdammt! Das sieht sogar richtig schön aus, komischerweise. Oh, die Katze wird sich so erschrecken. Ich weiß, was kommen wird. Okay, okay. Mann, wer konnte damit gerade rechnen? Wer? Das war mein letztes Leben. Jetzt schon. Ich konnte damit nicht rechnen. Das war so random. Das einzige Gute ist, ich weiß, jetzt kann ich unendlich lachen. Und ich habe mal wieder eine Try Not To Love Challenge nicht geschafft. Applaus, Smiley. Du machst ein Bild mit dem...
für einen Kuss. Oh Gott. Jetzt kommen die unlustigen Clips. Jetzt, wo ich gelacht habe. Ich habe das Gefühl, mit einem Leben mehr könnte ich das schaffen. Wieso hältst du den Einkaufswagen so? Damit strahlt er Dominanz aus. Das ist nicht lustig, das ist dominant. Oh Gott. Das war ja süß. Du willst mir jetzt sagen, jetzt kommen keine lustigen Clips mehr? Jetzt, wo ich gelacht habe? Wie unfair ist das denn? Was hast du da? Ist das ein Würstchen? Mit einem Okay, du machst mir Angst. Vor allen Dingen, weil ich glaube, das Video wurde heimlich gefilmt. Ich glaube, das ist gar nicht gestaged. Da ist das einfach so mit einem Happen im Unterricht. In der vordersten Reihe. Das ist nicht dein Ernst. Entspann dich, du kannst auch beißen. Das merkt schon keiner. Oh, der Junge war hungrig. Alter. Ganz langsam verabschiedet sich die Leiter. Wenn die da runterfällt, hängt der Typ oben auf dem Dachdach fest? Ist das echt? Okay. Alright. Okay, that's good. Wie viele Schilder that's sind da? That's good. It's... Du darfst da nicht parken. Ja, ich glaube, ich hab's kapiert. Ich brauch dafür it's noch keine... Slices! Ich brauch dafür noch keine 3000 Schilder. Oh... Die Katze hat 100% ihres Gehirns freigeschaltet. Das maximale Potenzial. Sie hat keinen Bock mehr auf diese Spiele. Sie weiß, diesen Laserpointer wird sie niemals bekommen. Sie ist enttäuscht. So habe ich geguckt, als ich rausgefunden habe. Das werde ich jetzt nicht sagen. Seine Frisur sieht komisch aus. Hat er gefurzt? Nasty! Ben 10. Katze? Oh, wie nice war das denn? R2D2? Oh nein. Oh mein Gott! Wieso hat niemand probiert, ihn aufzuhalten? Die haben ihn einfach weiterrollen lassen. Was du da machst, mein Freund, ist eine geniale Idee. Und ich wünschte, ich könnte sowas auch machen. Aber ich glaube, ich würde danach kotzen. Hola, José, amor de mi vida, papi, gente. Me llamo conocido Sandro Lasirra Macho, eh. Oh, das ist ein Typ. Okay. Domino? Oh, das habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Okay, wie lange geht das? Das alles dafür, dass er meine verkackt. Der Papst verschwindet? Wie soll er verschwinden? Hä? Wie ist denn der verschwunden? Oh Gott. Was versuchen manche Leute da? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist einfach so random. Oh Gott. Sag mir nicht, das Ding fliegt jetzt direkt 3 Meter nach vorne. Das war ein Luftballon. Okay, ich verstehe, das Video ist tricky. Die versuchen, einen reinzulegen. Oh, wie süß. Alter. Was versucht die Katze da? Wieso ist sie so provokant? Nice. Oh, das sieht ja so cool aus. Und wird von einem einzigen Fahrrad gezogen? Alter, der Typ muss beide wie ein Pferd haben. Oder ist das ein E-Bike? Ich schätze eher, das ist ein E-Bike. Egal. Trotzdem. Heute passieren alle möglichen Dinge, mit denen ich nicht rechne. Ein Papagei, der in eine Toilette reinsingt. Und das richtig gut. Oh. Oh.
Okay, Leute. Ich denke mal, ich beende jetzt hier die Folge. Wir haben es logischerweise mal wieder nicht geschafft. Vielleicht habt ihr es geschafft. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, dann müsst ihr es ja alle geschafft haben. Ich meine, Leute, die gelacht haben, dürften gar nicht hier sein jetzt gerade. Lasst trotzdem gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.